Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Wir haben einen Schlüssel und mit dem hoffe ich jetzt endlich, diese Truhe, die wir schon gleich am Anfang hier, ne, als wir auf die Insel gekommen sind, gesehen haben, dass wir damit diese Kiste aufbekommen. Oh Gott, wir haben gar nichts mehr sonst im Inventar. Alles leer? Okay. Dann also gucken wir mal da rein. Oh, okay. Vier Krieger bewachen die Truhe des großen Wolfs, gebunden an einer Pflicht jenseits des Todesruf. Ja, das sollte man vielleicht auch mal anfangen zu lesen. Vier Krieger bewachen die Truhe des großen Wolfs, gebunden von einer Pflicht jenseits des Todesruf, lausche ihren Liedern von großen Taten und werde Zeugin ihrer letzten Klänge. Denn jeder Dienst muss einmal enden, jedes Lied wird einmal zu Ende gesungen sein, im ewigen Frieden von Hells Umarmung. Rosenrot singt der Schwertkämpfer die höchste Note. Die kürzere Axt singt in die tiefste Note in Orange. Sein Bruder mit dem Speer stimmt mit seiner blauen Note ein. Und die lange Axt singt in grünen Tönen. Okay, alles klar. Ihr erinnert euch, in dem Gebiet, das wir freigeschaltet haben, mit Hilfe des Wölfchens, da stand ja der Krieger, der die, ja, einer der Krieger, ich glaube, der mit dem Schwert, der die lilane Note singt. Und ich vermute mal, dass wir jetzt genau das tun müssen, was wir schon mal gemacht haben, als wir vor dem Altar standen, nämlich die Krieger finden und ihnen dann wieder ihre Noten geben. So, dann nehmen wir jetzt auch gleich mal hier die Sicht und gucken, ob wir die Krieger irgendwo finden. Einen kennen wir. Da ist noch das Wölfchen. Wir laufen hier jetzt einfach alles durch. Und gehen immer wieder in die Geistersicht, in der Hoffnung, dass wir unsere Krieger finden. Einen Wismar. Jetzt weiß ich bloß nicht, muss ich da immer wieder raus und wieder rein? Oder reicht es, wenn ich mit der Geistersicht durch die Welt laufe, um sie zu finden? Gute Frage. Und schon wieder weiß ich nicht, wo rechts und links ist. Ja, das ist so ein Albtraum mit mir in meiner Orientierung. Das wird wahrscheinlich nie besser werden. Irgendwo müssen sie doch stehen. Irgendwo müssen sich unsere Krieger verstecken. Und singen. Ja. Kann ich eigentlich mit dir reden? Nein. Okay. Und das Wölfchen ist hier lang gerannt. Ich denke, dass wir vielleicht erstmal den Weg des Wölfchens wieder gehen. Oder dann lass uns mal hier gucken. Wo ist denn der Geist? Ist der jetzt weg? Hier war doch immer ein Geist, Leute. Komm, da können wir doch. Auch kein Geist. Kein Krieger, kein Kriegergeist. Ah, da ist einer. Warte mal, du bist das mit dem Speer, oder? Du bist das mit dem Speer. Und der Speer singt blau. Das habe ich mir noch aufgeschrieben von dem letzten Mal. Speer singt blau. Okay, gut. Also reicht es offensichtlich, wenn wir hier so durch die Welt rennen mit unserer Sicht, unserer Geistersicht. Hier noch einer. Hier ist keiner. Okay. Wo seid ihr, Kriegerchens? Wo seid ihr? Da komme ich, glaube ich, nirgends weiter, genau. Dann holen wir uns den blauen oder den lilanen. Also dieses, ja, dieses Pferdchen hier, dieses, ich weiß gar nicht, Lakenpferdchen. Der Fluch, das, ja, beunruhigt mich doch so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Da komme ich nirgends hin. Neidingsstange. Mächtiger Fluch. Gut, hier war er. Genau, der mit dem Schwert. Du bist Lilla. Okay, fehlen uns noch die beiden anderen. Irgendwann müssen wir doch das Wolfstotem noch finden, Leute. Ja, hier ist dieser komische Stein, wo man was, ja, wohl irgendetwas reinstecken kann.
Wahrscheinlich müssen wir genau das besorgen, aber jetzt ist die Frage, wo sind die anderen beiden Krieger? So, zwei Hammer. Hier ist keiner. Also zurück. Finde die Krieger, Frau Hawk. Finde die Krieger. Hier ist keiner. Ja, wo können... Wo? Da? Komm, da ist doch bestimmt auch noch einer, oder? Jetzt gehen wir mal hier hoch. Tja, kein Krieger. Ich mach trotzdem mal die Geistersicht aus und an. Komm, irgendwo muss... Ah, also, alles klar? Ich glaube, du bist die große Axt, oder? Wenn du die große Axt bist, bist du grün. Okay. Ja, mit dir kann ich immer noch nicht reden, ob ich das wohl jemals tun kann. Und ich frage mich wirklich, was sie mit diesem Webstuhl machen müssen. Also, wir wecken die Krieger auf, aber... Wo ist denn der Nächste? Einer fehlt uns noch. Krieger, wo bist du? Welchen Weg bin ich jetzt noch nicht gegangen? Da gibt auch nichts. Ein Krieger fehlt uns. Wo bist du, Krieger? Ha, gute Frage. Da rein? Nein. Dich Hammer. Du singst schön grün. Wo ist der Vierte? Wir werden doch wohl den vierten Krieger finden, oder? Bam, wo bist du? Irgendwo versteckt er sich. Da waren wir schon drin. Bist du irgendwo hier? Auch nicht. Da drin bist du auch nicht. So, welches Gebiet übersehe ich denn jetzt? Meine Güte. Es kommt davon, wenn man 3 Tage nicht aufnimmt. Schon wieder gleich alles vergessen. Jetzt gehe ich doch mal in die Häuser rein. Also wir haben jetzt den mit dem Speer. Den mit dem Schwert. Und die große Axt. Also ich vermute, dass es die große Axt ist. Wo bist du? Das ist fast wie bei den Wölfen früher. Ihr erinnert euch? Die Wölfe? Bei Dragon Age Inquisition? Unvergessen, wirklich unvergessen. So ähnlich komme ich mir jetzt vor. Wo sind die Krieger? Mal suchst du Krieger, mal suchst du Wölfe. Also jetzt gehen wir nochmal hier rein. Sicht an, beziehungsweise aus, Sicht an. Gut, hier ist keiner. Sicht aus, Sicht an. Hier komme ich ja nirgends weiter hin. Ist ein bisschen schade, dass wir von unserer Heldin, unserer Junge, nicht viel erfahren. Und auch ansonsten muss ich gestehen, dass ich es erzählerisch nicht so spannend finde. So, hier waren wir drin. Hier oben waren wir schon. Jetzt hier. Sicht aus, Sicht an. Dich haben wir schon auf grün gestellt.
Hier drin ist nichts. Hier steht auch keiner. Das ist wieder Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Gut, dann haben wir das. Gut, hier haben wir jetzt alles. Ja, muss es doch irgendwo da sein. Verdamm ich aber auch. Dass dieses Geistlein nicht mehr da ist, finde ich irgendwie schade. Da ist keiner. Ich meine, man würde ihn ja... Ah, doch! Ja, cool, hey. Du bist das mit der kleinen Axt. Hab dich! Dann bist du orange. Kleine Axt ist orange. Große Axt war grün. So, jetzt haben wir alle. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, wo das Wölfchen ist. Und werden mal gucken, ob uns das weiterbringt, wenn wir jetzt unser Wölfi anklicken. Ich hoffe nicht, dass dieses blöde Vieh dann hier irgendwo auftaucht und uns zeigt, wo die Kiste mit dem Totem ist. Ah, guck mal. Wow. Juhu. Hallo. Hallo, Kiste. Jetzt bin ich gespannt. Bitte kein Rätsel. Doch, ein Rätsel. Was muss man da jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Was ist da zu tun? Hallo? Okay, wir haben hier vier Wölfchens. Eieiei. Ich glaube, da müssen wir vielleicht nochmal zurück, nochmal... lesen, was da stand auf der Tafel, die wir gefunden haben. Weil ich habe echt keinen Plan, was wir hier tun müssen. Tja. Haben wir irgendwo einen Hinweis, was wir hier tun müssen? Müssen die alle nach innen gucken? Tja, was ist hier zu tun? Gut, okay, wir gehen nochmal zurück. Lesen nochmal, was auf der Tafel stand, in der Kiste, die wir aufgemacht haben. Weil im Augenblick bin ich ein bisschen ratlos. So, lass uns diese Kiste bitte nochmal angucken. Beziehungsweise diese Tafel. Vier Krieger bewachen die Truhe des großen Wolfs. Sehr gut, die haben wir gefunden. Gebunden von einer Pflicht jenseits des Todesruf. Lausche ihren Liedern von großen Taten und werde Zeugin ihrer letzten Klänge. Denn jeder Dienst muss einmal enden. Jedes Lied wird einmal zu Ende gesungen sein, im ewigen Frieden von Hells Umarmung. Okay, ja, das hilft uns jetzt leider nicht weiter. Können wir hier irgendeinen Hinweis finden? What the fuck ist da zu tun, hey? Ich habe keinen Plan. Hier sind die Wölfchens außen. Naja, gut, okay. Hm.
kann jetzt nicht Stunden an dieser Kiste rumklicken, oder kann ich doch? Sehr seltsam. Gibt's hier einen Hinweis? Nee, den haben wir ja auch schon. Die Geschichte haben wir ja quasi schon. Schon durch. Hier noch irgendwas an Info? Tja. Hier? Nein, auch nicht. Das haben wir ja quasi schon erledigt. Ah, vielleicht bei dem großen Stein dort? Hier? Irgendeine Info? Nee, das waren ja bloß die Raben. Mein Gott. Tja, da geht's bloß um den Fluch. Wie ist es, wenn ich die Sicht ändere? Tja, okay. Och du Scheiße. Ich habe keinen Plan, Leute, was zu tun ist. Vielleicht doch mal die Hinweise nehmen, weil ich weiß es wirklich nicht. Gibt es hier irgendeinen Hinweis? Versteht ihr das? Also ich verstehe es jetzt nicht. Irgendwie in irgendeine Reihenfolge muss ich diese Dinger bringen. Das ist jetzt schon klar. Aber in welche? Müssen die sich angucken? Müssen die innen stehen alle? Müssen die außen stehen? Ich finde es ja schon lästig genug, dass ich da jetzt so rummachen muss, aber... Hilfe! Ah! Also gut, okay. Es ist mir alles recht. Trial and Error. Keine Ahnung, was das jetzt war. Wolfstotem. Ist aber auch egal. Hauptsache, wir haben unser Wolfstotem. Ich lach mich tot. Na gut, das ging dann am Ende doch schneller als gedacht. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was da eigentlich zu tun war. Durch Zufall habe ich offensichtlich die richtige Reihenfolge erwischt. Jetzt bringen wir unser Wolfstotem zurück. Könnt mich beäumeln. Was ist das cool? Von nix eine Ahnung und trotzdem geschafft, ja? Manchmal ist das Glück einem hold. Jetzt bringen wir aber erstmal unser Wolfstotem hier hin und dann gucken wir mal, was passiert. Komm her, Wolfstotem. Jetzt sind die drei Tiere vereint. Und was passiert jetzt? Ah, hallo. Du hey, log dir ersam laga. Werksins eros narlega gerdrit. Tak imot dat våret svå lenge. Megen ronin svå binder. Finno fjon din okkar. Frost din fyljar honom. År kaldri oksa okkotri. Heljo, kom han. Nyd eldigamla ronin. Hon hever mått över honom. Bind honom å. Bind is till steins. Okay, alles klar. Unser Feind erwacht. Und unser Feind bringt die Kälte aus Hell mit, deswegen ist auch überall vereist.
Und wir kriegen jetzt eine Rune von großer Macht, die in der Lage ist, unseren Feind zu binden. Dann gucken wir uns mal diese Rune an. Ui, ja, ja. Manna Runin, Fider Maudr, Umständer, Fider Fjandin, Zumötir. Naudir Runin, Fider Naudr, Umständer, Fider Piesel. Ich will kein Leid bringen. Saman Minda Deir Binda Runin, Kasta Hana Fiderat. Binda nieder Fjandinum Sinnum und kalda fast dein. Gut, okay, die beiden Runen zusammen also versetzen uns in die Lage, den Feind zu binden. Dann nehmen wir das Ding mal. Stab des Bindens. Ich krieg bei diesem Norwegisch, da läuft es mir übrigens eiskalt im Buckel rauf und runter. Wenn ich das höre, das klingt einfach zu toll. Und zwischendrin habe ich mal immer wieder den Eindruck, ein oder zwei Worte zu verstehen. Okay. Stab des Bindens. Jetzt ist die Frage, was müssen wir damit tun? Ich habe schon eine Idee. Kann ich den auf das Eis anwenden? Das ist mal eine gute Frage. Nee, hat keine Wirkung aufs Eis. Naja gut, war eine Idee. Hat sich hier jetzt was verändert? Nein. Gut, ich vermute, dass wir diesen Stab des Bindens, dass wir den zu diesem großen Runenstein bringen müssen und dort einsetzen, das Teil. Ich will jetzt trotzdem gucken, was passiert, ob das irgendeine Auswirkung hat. Nö, ganz eindeutig nicht. Schön, wie es leuchtet. Also gehen wir jetzt einfach mal. Zu diesem Platz. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo es lang geht. Doch. Genau. Zu diesem großen. So, ich vermute, dass wir es da reinstecken müssen. Es kommt schon eisig kalt, Stab des Bindens. Yes! Jetzt wird es eisig. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Jetzt kommt das Eis hier raus. Scheiße. Ich glaube, so war das nicht zu verstehen, oder? Ey, ja, der Eistroll. Was muss ich machen? Ah, okay. Ich muss gar nichts machen. Die Rune macht es ganz von selber. Ich glaube, er ist gebunden, oder? Ist er jetzt gebunden? Hagalar Runin, Fider Hagal, Homstender Fyrir Heljar Lands. Mannar Runin, Fider Maudr, en kasta hana slik, hon daud man, reistist. Saman mynda deir hel, Runin, kasta hana fyrir ad reisa daudir, og tala med. Heldstab. Okay. Mit dem können wir jetzt Tote erwecken und mit ihnen sprechen. Und dieser Eistroll scheint jetzt gebunden zu sein, aber irgendwie kam mir da jetzt offensichtlich mehr Kälte in die Welt als vorher. Jetzt haben wir den neuen Stab, Helsstab. Tote wecken. Ja, da fällt mir nur einer ein. Nämlich dieser Krieger. Für den dieses große Grab gebastelt worden ist. Ich denke, dass wir da jetzt mal hingehen
und gucken, ob wir jetzt mit ihm sprechen können. Geistersicht? Nur eine Leiche. Ja, offensichtlich nicht. Muss ich ihn mit dem... Das Grab mit dem Stab? Ja. Viel Fraß. Kom snarla apter, er dat der fullgern. Ich muss den Weg wählen, damit ich die noch mächtigere Rune bekomme, um dieses Jotun, diesen Eistroll wieder zurück nach Hell zu bringen. Okay. Muss ich das weben? Komm, zeig's mir nochmal. Das ging mir ein bisschen schnell. Was muss ich denn da jetzt weben? Das da, was der da unten sah. Mein Gott, das ging mir alles ein bisschen schnell. Ich muss es nochmal anklicken, Leute, sorry. Ich brauche was, wo ich mir das aufschreiben kann. So. Nicht mehr genug Platz auf dem Papier. Also, Chuck, 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 komm, zeig's mir nochmal. Oh. Chuck, Chuck, komm schon. Jetzt macht auch dieser Webstuhl endlich mal Sinn. Aber das geht mir zu schnell, hallo. Ich brauche das Muster. Also gut. Jetzt nochmal, Leute, es tut mir leid. Och, dein Bart stört. Okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Ich hoffe es. Jetzt gehen wir weben. Geistersicht. Jetzt kriegen wir ja hier diese an. So, was passiert jetzt? Okay, das sieht gut aus. Chuck. Dann glaube ich nochmal das hier. Dann dieses da. Wenn ich es denn richtig aufgezeichnet habe. Yes! Ich hab's offensichtlich richtig aufgemalt. Hohnständer für ihr Alt, das erkalt ist es der Heimar. Jara Runin, für ihr Ohr, Hohnständer für ihr das, o kämer abter. Saman mynda deir, Frost Runin, kasta hana für ihr at hava mot über kalda lehn. Und da haben wir sie, Leute. Unsere Frostrune. Perfekt! Ich vermute, dass wir diese Frostrune jetzt zu dem Jotun. Wo ist die Frostrune? Ja, wo ist sie denn?
Ah, ich muss zurück zum Krieger, denke ich mal, dass er mir jetzt die Frostrune gibt. Gib mir die Frostrune. Murnin, he wirst du mit Frot sind. Ragnader Alskir, Führer Ollomsen See. Lieber Nandit, Hevin der og Födingar Timi. Liv, er dat sem du kemmer med. Og frigjør til eier dessa. Tak urna desi. Frostrunin er hun nevn. Reist og sverd hjalta. Tyvring, nevn ik sverdit. Møt fjandin vepnat. Han av måtugur jortunat. Rindur sær. Frostligi or djups niflaheimi. Kalda runa givir heit vann og frostararinum. Send honom apter nider. Hel heim hans. Erstaunlich, dass die Frostrune, das Schwert mit der Frostrune, den Jotun, den mächtigen Jotun, mit Hitze. Und wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. So, ich glaube, wir gehen da jetzt hin. Zu diesem Wüterich. In der Hoffnung. Dass wir ihn damit schlagen können. Ich weiß allerdings noch, was dann sonst noch passiert. Mal gucken. Gehen wir denn schon Richtung Ende? Oh Gott, hoffentlich bin ich da jetzt richtig. Oh, der ist immer noch da. Juhu, komm schon auf. Weg mit dir. Hau ab. Hau ab. Und bring wieder Leben über diese Insel. Und da schmilzt das Eis. Juhu. Wie schön. Bound. Exir heimin reisast apter. Reisast aur hav. Exir heim apter grönan. Exir mikil hol. Fegri en sol. Gullin sak. En skimle. Sar monorauster menn liva. Syner livs. Fegin samliga allra daga. En exer dreki. Flugande igenom dal. Ja, ormer skin sem man kömer or fjollom. Oh. Sätta svå langt sem exer. Lätt mer nu apter nieder grov min sökva. Also doch Drachen. Auch in der nordischen Mythologie. Leb wohl, Seherin. Ihr Lieben, das also war die Frostrune. Vom Rätseln fand ich es irgendwie wirklich klasse. Storymäßig, muss ich gestehen, hat mir dann doch das eine oder andere gefehlt. Wir sind Liv, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt mal nachgucken, ob Liv, das Leben also, in der nordischen Mythologie eine besondere Bedeutung hat, weil nach wie vor sind wir ja bloß ein 13-jähriges Mädchen, das irgendwann mal tapfere Söhne in die Welt setzen wird. Aber da müsste ich echt nachgucken, ob das eine besondere Bewandtnis in der Mythologie hat. Ihr Lieben, war ein relativ kurzes Spiel, auch mal schön, deswegen mag ich Point and Click so gerne, weil sie häufig nicht so lang sind und auch mal zwischendrin geschwind gespielt werden können. Euch, die ihr zugeguckt habt und es ausgehalten habt, meine Verwirrung und meine Orientierungslosigkeit, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich denke, wir sehen uns bei Greedfall, das wird ja am 10. September erscheinen. Und das gucken wir uns in jedem Fall gemeinsam an. Bis dahin, ihr Lieben, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Wer steinin flies, saga finns, ennu heige heil.